Solche Aktionen habt ihr noch nicht gesehen. Es war die 13. Veranstaltung, die die IV Oldtimer Freunde aus Barleben organisiert hatten, und sie wurden vom Ergebnis ihrer Einladung auf den Barleber Anger dann doch ziemlich überrascht. 136 angemeldete Teilnehmer mit ihren sorgfältig gepflegten Zweirädern und Automobilen waren gekommen, dazu noch einige, die sich spontan entschlossen hatten, mit ihrem Schätzchen einen Sommerausflug nach Barleben zu machen. Und so machte das traditionsreiche Oldtimer-Treffen den Barleber Festplatz wieder einmal zu einem mobilen Museum der Automobil- und Verkehrsgeschichte. Und immer wieder tauchen wirklich interessante Details auf, so wie diese 500er Java mit einer zur damaligen Zeit besonders innovativen Technik. Die 500er Java ist eine Parallelreihe zu den Zweitakten. Das ist ja ein Viertaktmotor hier. Ja? Und in seiner Art einiges zu der damaligen Zeit ein ganz modernes Motorrad. Denn das ist ein Viertakt-OAC-Motor, also mit oben liegender Nockenwelle. Und die Nockenwelle wird angetrieben über eine Königswelle, was bekannt ist eigentlich von Ducati. Das ist einmal bekannt, dieses System. Und so stehen sie also einträchtig nebeneinander, die mobilen Gegensätze der zurückliegenden gesellschaftlichen Entwicklung. Manch einer blickt mit vielen guten Erinnerungen auf die Autos, mit denen er einst seine Mobilität deutlich erleichterte, und steigt dann im Alltag in ein Fahrzeug, das die technische Entwicklung der Gegenwart repräsentiert.